Herzlich willkommen in Revanche in den Ruinen. Wir haben ja ein kleines Starterproblem. Das ist erstmal Hildebrand-Story. Das nächste Problem ist, unser Tank ist nicht aufgetaucht. Sprich, er hat ein DC im DC. Das heißt, wir werden jetzt hier ultra lange stehen. Und um das abzukürzen, ich mache die Aufnahme auf Pause. Gut, es geht weiter. Für euch vergingen nur eine Sekunde, für mich fast 3 Minuten. Wir hauen jetzt zuerst auf, ja, wie gesagt, ist Gigamesh und sein Hühnchen und ich habe Windrad bekommen. Je mehr Schaden wir Gigamesh machen, das Hühnchen teilt immer seine Life. Wir haben, wie gesagt, den Tank nicht wiedergesehen. Das heißt, wir machen jetzt zuerst Damage auf das Hühnchen, da habe ich wieder Windrad bekommen. Wenn das Hühnchen fällt, ist im Prinzip der Kampf so gut wie fast vorbei. Weißer Wind. Und Federstechen, das sind halt Attacken, ja, die gehen in 1 über. Einige Spieler wurden jetzt gekettet. Man rennt mit der Kette zusammen, nicht auseinander. Kurz zusammenlaufen, damit sie verschwindet. Der weiße Wind ist Cleave. Beziehungsweise ist ein Heal in dem Fall, kein Cleave. Da jetzt wurden Leute in Händen verwandelt, also in Hühnern, die rennen einfach in die Winddinge rein und mehr können die auch nicht machen. Rakete ist Tankbuster bzw. zielsuchend. Der Rest macht halt Damage. Hier heilt sie wieder. Fächerstecher. Da gab es Turbulenzen, da war irgendwo eine Windquelle, die nicht kaputt gemacht wurde. Da hinten links zum Beispiel ist noch eine. Daran ist jetzt auch jemand gestorben. Dann macht sie wieder weißen Wind, weil Gigamesh 3 HP verloren hat. Jetzt sind wir ein Hühnchen. Und jetzt gehen wir in die Turbulenz da rein. Wir kriegen nämlich 0 Schaden im Prinzip, aber ich habe jetzt 0 Schaden bekommen wegen dem Schild. Wir sind auch schon einmal, naja, wir sind noch nicht gewiped. Man kriegt auch in diesem Kampf 20% oder 15% Bonus. Und dann machen wir, wie gesagt, weiter Damage auf das Vögelchen. Wenn das Vögelchen gestorben ist, geht's weiter. Naja, Gigamesh sagt halt, den Rest überlasse ich den Hühnchen. Naja, okay. Da haben wir Gigamesh erneut. Einige Leute haben eine kurze Videosequenz. Dann geht der ganze Spaß auch wieder los. Mir fällt gerade auf, hier sind 4 Lalafels. Der Heiler ist übrigens, ach, der Tank ist übrigens immer noch nicht da. So, dann geht der Kampf auch los. Weiter, nicht los. Fächerstecher, der kennen wir von gerade, einfach ausweichen. Bei diesen Flächen stellen wir uns immer auf das freie Quadrat und da, wo sie sich gekreuzt haben, ist es als nächstes frei. Das ist ganz einfach.
fesseln. Jetzt wird ein Spieler gefesselt, beziehungsweise in dem Fall wird der Heiler gefesselt. Und jetzt muss man ihn da rausprügeln, aus dieser Eisenkette. Extrem wichtig. Wir sehen nämlich oben, dass da oben Stacks drauf sind. Irgendwann mal ist die Kette dann so, dass der liebe Herr da drin erdrückt wird. Ist euch schon mal aufgefallen, Gigamesh hat auf einmal 6 Arme? Tja, ist das passiert? Also ist das zu spät, ist vorbei. Jetzt stellen wir uns auf die Flächen, die erhöht sind. Woran die Leute gerade gestorben sind, das ist an den Cleave vom Tankbuster, der vorne kommt. Wenn das Ding mehrmals zuschlägt. So, wir sehen jetzt die Drachenköpfe. Die machen wir jetzt kaputt. Und nicht so wie die Dragoons hier alle auf ihn draufprügeln, sondern wie gesagt, Köpfe kaputt machen. Gigasprung, ja, kann man nicht ausweichen, ist so. Da wird ein Spieler random getroffen. In unserem Fall ist doch das Problem, uns fehlt ein Tank. Und ich konnte den Tank auch nicht gleich retten. Deswegen haben wir jetzt hier gleich einen Ripe. Weil ich die Leute halt nicht so schnell retten. Ja, ja. Das kannst du ablegen. Aber stellt sich wieder auf die erhöhte Fläche. Ich habe keinen Mana. Wow, ich konnte einen Tank retten. Wow. Naja. Irgendwann explodieren auch mal die Drachen und dann ist es sowieso vorbei. Dann haben wir jetzt noch ein paar Leute, die hier überleben. Und dann war's das. So, dann geht der ganze Spaß von vorne los. Der Tank ist übrigens den ganzen Kampf lang nicht aufgekreuzt. So, jetzt wird sich gesammelt, wir schmeißen den Tank raus. Weil, wie gesagt, er kreuzt da nicht auf. Noch 20 Sekunden. Nur ich sehe das leider nicht. Ich bin garantiert der Letzte, der ihn rausschmeißen muss. Nur ich sehe das garantiert wieder nicht. Ein Mitglied wurde entfernt und der ist immer noch da. So, Fächerstecher, wie gesagt, raus. Ja, erst gerade ist warm geworden. Jetzt gehen wir weg von den weißen Flächen und da, wo sich gekreuzt haben, stellen wir uns als nächstes hin. Eigentlich eine relativ simple Angelegenheit. So, jetzt wird wieder der Spieler in Fesseln gelegt. Wir holen ihn da sofort raus. Gut, hier sehen wir, dass wir uns übermarken. Also ich und andere marken das und dann heben wir das eine das andere auf. Ist der Spieler halt da rausgeholt. Geht's wieder los. Da das ist jetzt dieser Cleave, wovon ich vorhin sprach, die Attacke, die er ausführt, einfach ausweichen. Jetzt stellen wir uns auf die erhöhten Flächen. Da war ich ein wenig zu langsam. Jetzt kommen die Drachenköpfe, die hauen wir jetzt um, sonst explodieren die wieder am Ende. Dann springt der Dude halt auf den nächsten Spieler. Da muss man jetzt ein bisschen gucken. Ich glaube immer der am nächsten dran ist. Oder eine mittlere Range hat, aber das kann ich nicht so genau sagen. Aber hier jetzt springen sie, machen sie hier Drachenseele, das weichen wir aus und dann müssen wir sie halt immer noch kaputt machen.
Drachenfeuer. Das ist einfach den ihre längliche Attacke. Und dann stellen wir uns jetzt auf die Erhöhung. Dann passiert uns da auch nichts. So, der Drachenschlag, der ist explodiert. Fesseln, jetzt werde ich gefesselt. Muss man ganz wichtig schnell kaputt machen. Ansonsten zieht das halt hoch. Wenn die Eisenkette kaputt ist, kommt gleich der Cleave hier vorne. So, wir weichen den Attacken einfach aus. Da haben wir die Felder gesehen, die frei sind. Fächerstecher wieder raus. Wieso komme ich immer auf Fächerstecher? Das heißt Fächerstreicher. Okay, die blauen Kugeln sind erst draußen, dann sind sie drin. Also raus, rein, raus. Und nicht drin stehen bleiben. Dann haben wir wieder eine Fesselung. Dann wird wieder der andere Heiler gefesselt. Also die Fessel betrifft immer einen der beiden Heiler. Dann machen wir wieder maximalen Damage drauf auf die zwei Fessel. So, verringerte Verwundbarkeit mal 4. Und wie wir sehen, kriegt er Heiler auch permanent Damage davon. Unser Kampf ist noch nicht vorbei, bla bla blub. Wieder das weiße Muster, kurz ausweichen, ja, da war ich nicht schnell genug. Und jetzt ist auch der Tank endlich raus. So, das ist das Kirschding wieder. Fächerstreich heißt das sogar. Die blauen Kugeln sind diesmal 3 Stück, beziehungsweise 4 Stück, erst drinnen, dann draußen. Jetzt gehen wir wieder rein. Ziehen dann den Limit Break. Dann werden wir wieder gefesselt. In dem Fall ich. Die Verwundbarkeit zählt auf mich. Das heißt, ich kriege da drin immer permanenten Damage. Und bin halt bewegungsunfähig da drin. Dann haben wir jetzt wieder die Drachenköpfe, die wir jetzt getrost ignorieren können, da wir Low Damage noch machen müssen. Der andere Tank übrigens kommt jetzt rein und freut sich, weil er hat gerade, wenn er Zufallprüfung angemeldet hat, ist erfolgreich umgangen, was zu tun. Hier ist nämlich Geschichte. Das war's. Viel Spaß.